Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. So, wir sind hier ja immer noch in der schönen Höhle. Und ja, ich muss gleich arbeiten gehen, aber ich habe mir gedacht, ja, jetzt gucken, schmeiß mal noch ein paar rein. Mache ich noch mal kurz eine Aufnahme. Ist da unten was? Ich sehe es nicht. Egal, hüpfen wir runter. Hüpf. Tralalalala. Wo ist denn meine ganze Muni hin? Habe ich das alles verballert? Verflucht. Patronen. Haben wir sonst noch etwas hier? Och, Idi. Lass mich doch mal hier. Oh, wollte ich gar nicht. Schnauze, Schnauze. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Schnauze, Schnauze. Och, ist der niedlich, der Kleine. Na komm. Nehme ich jetzt hier mal. Lalalala. Wo haben wir es denn? Stirb mal! Stirb mal! Ja, ich seh nix. Hier ist alles so verschwommen, ich seh nix mehr. Hallo Idi. Ich seh nichts mehr. Gut, aber so unbedingt müssen wir ja auch nichts sehen. Jagdschrotflinte, den nehme ich mit. Warum auch nicht? Und Godzilla liegen hier rum. Godzilla, Godzilla! Nachtbirsch-Ei nehme ich mal mit. Lalala. Und schon wäre die Mission auch abgeschlossen. Wunderbar. So, wo war denn jetzt das eine Gitter da? Wo IDI das letzte Mal da so draufgegangen ist. Legionär. Das Ohr nehme ich mit. Wo war denn das? Ja, und ich bin schon gespannt, wie Fallout sich jetzt im Außenbereich benimmt. Ich habe die neue Kraka drin. Und ja, jetzt bin ich schon mal gespannt. So, und hier kommt ja gleich die Falle runter. Ach, wo ist denn? Oh, jetzt aber. Nö, hängt immer noch da oben. Lalala, kann ich das nicht? Doch, kann ich. Boing. Okay, wunderbar. Patronen. Maschinenpistole. Leere Spritze. Fleisch und Bohnen und der lebt noch. Der ist nur nervös, deswegen zittert er ein bisschen. Lalala. Was haben wir denn hier? Oh, RNK-Dollar, RNK-Dollar. 7550. Korken. Das ist nicht schlecht. Komm, nehmen wir alles mit. Aufbereitetes Wasser und erste Hilfe, Carsten. Huch, wozu habe ich jetzt die leeren Spritzen aufgenommen? Na, keine Ahnung. Könnten wir uns, glaube ich, Stimpacks damit bauen? Wenn es mich nicht jetzt ganz täuschen tut. So, und dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder raus. Sind wir eh schon fertig? Mojave Ödland. Und Idi lebt auch noch. Das ist schön. So, wie viele Frames haben wir hier? Ja, perfekt. Hier, läuft doch. Läuft doch flüssig. Jeden Regler so weit drauf gedreht, wie nur möglich ist. Ja, perfekt. Hin und wieder muss er zwar doch noch mal kurz nachladen. Ein paar Dateien, aber funktioniert. Ich habe hier konstante Frames, wunderbar. So, nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte hier Pip-Boy und dann Chanel-Reise. Das Thorn. Da wollte ich eigentlich hinüber. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der neuen Karte hier. Ich war gerade mal für 100 Eier, habe ich hingelegt.
kann man eigentlich nichts sagen dazu. Ich hatte ja vorher eine GTS 240 drin, also ja. Und ich meine, die Karte ist jetzt doppelt so leistungsstark und das merkt man auch. Die Karte wird jetzt wenigstens mal dem Rechner gerecht. Oh, aber hier gehen die Frames in den Keller. Oh. Oh. Hey, Fallout ist ja nicht mehr. Alter, 15 Frames. Ja gut, aber es liegt auch im Vorleiter selber auch ein bisschen, also. Ja, Psycho. Willkommen zurück. Sprechen wir über die Kreaturen? Ah ja, die sie brauchen. Haben Sie gute Neuigkeiten für das Thorn? Ja, wenn ich mehr sehen würde schon. Ich habe die Eier von Nachtbär schon mitgebracht. Gut gemacht. Das Thorn wird diese Eier mit Nährstoffen versorgen, bis die Jungtiere bereit sind, für uns zu kämpfen. Hier die Bezahlung für ihre Dienste. Ich nehme an, dass das so passt. Geld. Ich musste mich mit Rudeln von Nachtbärschern stellen. Meine Belohnung sollte entsprechend ausfallen. Sie haben recht. Und das Thorn hält sich an die Gerechtigkeit, die Ehre und Stärke verleihen. Hier ein passenderer Betrag. 1000 Piepen. Und ein Jagdrevolver. Yay. Und Muni. So, gibt es sonst noch etwas? Unsere besten Jäger suchen nach Cassador-Eiern. Ich wäre beeindruckt, wenn jemand mit so etwas Wertvollem zurückkommen würde. So langsam wird's interessant. Wo kann ich denn die Eier von Cassadoren finden? Cassadors sind extrem tödlich, aber sie leben auch sehr zurückgezogen. Suchen Sie bei den Schluchten von Red Rock. Okay, wir werden die Eier finden. Die Menge liebt ihre Tapferkeit. Bis dann! Und ja, der eine oder andere kann sich's schon denken, wahrscheinlich. Es gibt dann, nach den Cazador-Eiern, nur mal eine Steigerung. Derjenige, der es noch nicht weiß, ich will es jetzt auch nicht verraten. Aber nach Cazador kommt eigentlich nicht mehr viel. So. Wow, wo müssen wir denn hier hin? Haben wir da irgendwas in der Nähe? Müssen wir da von Jacobstown hin, oder? Nee, da müssen wir über den Berg. Red Rock. Ich würde sagen, da gehen wir von der Rangerstation. Die liegt doch auch schon in den Bergen. Na gut, gehen wir zur Rangerstation. Schauen wir mal, ob wir von da aus irgendwo hinkommen. Ich weiß es jetzt zwar gerade nicht, was da der perfekte Weg wäre und es ist dunkel. Wunderbar. Dann schlafen wir mal eine Runde. Beziehungsweise warten mal eine Runde. La 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 la. Dankeschön. Wir sind ein wenig durstig. Ja. Kaum sind wir mal ein wenig durstig, sondern schon sind wir am Verdursten. Das ist schon sehr seltsam. So, hier habe ich wieder konstante Frames. Das ist super. Vor allem finde ich es gut, dass der PC jetzt auch ein bisschen entlastet wird. Der bläst nicht mehr so wie früher. So, wow, Vollgas. Ach ja, der Idiot. Sind eh nur ein paar Grillen. Der kann da hinten ruhig mal ein bisschen spielen. Ach ja, und übrigens, ich weiß, dass die Power-Rüstung hier RNK ist. Und dass mich jeder als RNK erkennt. Das war ja mit voller Absicht. Denn gegen die RNK hat eigentlich eh nur... Wer hat was gegen die RNK? Ja, die stählerne Bruderschaft. In welche Richtung will ich denn? Hier. Und Caesar's Legion. Bei der stählernen Bruderschaft ziehen wir die einfach aus. Und bei der Legion, die töten wir sowieso. Wenn ich aber mit der stählernen Bruderschaft rumrenne, dann kann ich die ganze Zeit gegen die RNK kämpfen. Und das ist wesentlich mehr. Deswegen laufe ich lieber mit der RNK-Rüstung rum. Und da vorne sehe ich schon unten auf dem Kompass Cazador-Bewegung. Ja, sieht man eh gut. Wenn sich das so links und rechts bewegt, dann
ist es eigentlich Katzador. Na komm her. Stopp! Mal freundlich anklopfen. Und dann das Nestchen ausräumen. Da ist wahrscheinlich da unten. La 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 la. Wir könnten aber auch unseren Rumsbums mal hernehmen. Wie habe ich denn überhaupt die Tasten belegt? Revolver, Gewehr, Rumsbums, Stimpack. Wollte ich gar nicht. Moment, muss ich das mal kurz hier. Wo haben wir denn unser... Wir haben zwei Jagdrevolver. Toll, reparieren wir mal. Passt schon. Das Teil. Auf die 6er-Taste. Ja, das passt schon. Und dann schießen wir da mal ein Rumsbums-Ei rein. La la la, Katzador rasend. Er ist außer sich vor Wut. Ja, und wir haben noch mehr als genug Munition für unser Rumsbums. Das Teil ist aber echt super. Das hat sowas richtig Angenehmes. Och, komm schon. Der lädt hier immer Dateien nach, das ist ja furchtbar. So, wie weit sind wir denn noch entfernt? Immer noch ein ganzes Stück. Müssen wir da außen rum? Ich weiß es nicht. So, da unten fliegen noch ein paar rum. Wir gehen einfach mal hier oben rüber und lassen die einfach da unten mal stehen. Wir müssen ja nicht alle mitnehmen. Nötig haben wir es ja nicht mehr. Doch ja, komm her. Stirb mal. Katzador verkrüppelt. La 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 la. Na komm her. Bum, bum, bum. Ach, ist das schön. Das ist so richtig angenehm. Ich liebe unsere Saturnit-Faust. Ah, ich finde das toll. So, wo ist denn das jetzt? La, 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 la. La, 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 la. Da sind noch ein paar Katzis. Die hauen ja ab. Na, kommt her. Hurra. Mit Schwung sind die instant tot. Das ist super. La 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 la. So, ich schmeiß mir mal das Stimpack rein. Kann ja nicht schaden. Dann haben wir bei den Katzadors jetzt schon ein Stimpack verbraucht. Wow. Ich finde das schön. Da vorne ist aber eine ganze Meute. Aber ich sehe da vorne nichts. Ach doch, da sind sie. Kann ich meine Rumsbums? Jupp. Ja, 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 ja. Mal Ruhe hier. La 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 la. Oh. Und du auch noch. Kleine Fliege. Ist doch kein Problem. So, Katzadorei. Passt. Geschafft. Supermutantenanführer. Okay. Plastiksprengstoff können wir wieder super verkaufen. Und ein Fatman.
Oh, der ist so schwer, verflucht. Ich will den mitnehmen. Kann IDI den tragen? Schauen wir mal. Der müsste doch noch ein bisschen Platz haben. Ja, wunderbar. Können wir bei Gelegenheit ja auch mal verwenden. So, dann haben wir das. Speichere ich mal. Und dann wieder zurück zum Thorn. War ja jetzt easy. Das sind Katzadors. Naja gut, wir sind auch auf maximal Level 50 und total overpowered, also. Naja, aber spielt sich doch recht angenehm. Doch, doch, doch. So für zwischendurch. Passt schon. So, Lucy. Willkommen zurück. Lucy Lou. Kreatureneier. Haben Sie gute Neuigkeiten für das? Ja. Katzador. Gut gemacht. Das Thorn. Ja. Hier die Bezahlung für Ihr. Im Ödland gibt es ein wenig Schlimmeres als Katzadore. Große Taten sollte groß belohnt werden. Sie sind eine Herausforderung für meine Elite. Aber klopfen Sie sich noch nicht zu sehr auf die Schulter. Trotzdem verdient Ihr Mut Anerkennung. Uhuhu, Geld. So, gibt es sonst noch etwas? Es ist soweit, Jäger. Ich werde Ihnen die Möglichkeit geben, die größte Ehre des Thorn zu verdienen. Todeskrallen sind unsere wertvollsten und gefürchtetsten Teilnehmer. Ich möchte, dass Sie mir die heiligen Eier persönlich überbringen. Wo kann ich die Eier von Todeskrallen finden? In Quarry Junction wimmelt es von Todeskrallen. Aber Ihre Chancen sind bei einem Nest in der Nähe des Repcon-Testgeländes besser. Ich werde diese große Beute für Sie finden. Ich erwarte mittlerweile schon nichts anderes als Heldenmut mehr von Ihnen. Nö, ich mach das mehr aus Langeweile. Red Lucy hat die gefährlichste Aufgabe vergeben. Die ein Jäger irgendwas. Die ein Jäger erhalten kann oder sowas wahrscheinlich. Ich konnte es nicht lesen, war zu schnell schon wieder weg. So, dann gucken wir mal. So, wohin müssen wir denn? Wir müssen... Ach, wir haben... C2. Wir haben hier... Deadwind-Höhle und hier Quarry Junction. Da waren wir ja eh schon mal, Quarry Junction. Oh komm, da gehen wir direkt rein. Habe ich auch kein Problem damit. Da dürfte es ja eh nicht mehr viel Todeskrallen geben, da haben wir ja schon mal aufgeräumt. La 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 la. Wir könnten auch beide Nester hier ausräumen. Würde natürlich auch noch gehen. La 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 la. Ich habe nicht mal was auf dem Radar. Ist hier überhaupt noch eine? Hallo? Hallo? Nö. Gibt's doch nicht. Niemand mehr hier. hier ist ja niemand mehr. Da ist keiner mehr. Hallo? Hallo? Nö. Alle tot. Dann ist diese Aufgabe natürlich besonders schwer. Aber auch besonders langweilig. Na gut, das da unten dürfte die Höhle sein. Ich überlege gerade, sollen wir jetzt da unten rein oder sollen wir uns die Deadwind-Höhle vornehmen? Oh. Was war denn das? Alter, was bist du denn? Ja, warum nicht? Leichtes MG nehme ich mit. Oh, Munition nehme ich mit. Super Stimpack nehme ich mit. Mini-Atombombe nehme ich auch mit. Todeskralleneier nehme ich auch mit. Super.
La 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 la. So, war's das? Ja, wunderbar. Idi. Nimm mal das MG. Ja, kann er doch nehmen. Super. Oh, wir sind trotzdem überladen. Nein. Grrr. Ach komm, was haben wir denn wieder dabei, was so schwer ist? Ja, nimm mal den Plastiksprengstoff. Die Splittermine. Brandgranate. Ach komm. Kann doch nicht so schwer sein. Blei. Nee, das ist nicht schwer. Schreckenei, Todeskrallen. What? 21. Bekloppt hier, da nimmt er. Sieht irgendwie ein bisschen buggy aus. Na gut, wo haben wir jetzt die Deadwind-Höhle? Hier. War man da auch schon drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich speichere mal kurz. Komm, gucken wir mal dahin. Das würde mich jetzt gerade nochmal interessieren. Ob wir da schon drinnen waren oder nicht. Huch, anscheinend noch nicht. Räumen wir mal hier auf. Lalala. Wir räumen hier. Oh. Ah, da gibt es noch Herausforderungen. Das ist schön. Ah, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir räumen hier auch nochmal ein bisschen auf. Und wir haben Hunger. Gegenstände. Lalala. Brahminsteak. Nee, will ich gar nicht. Fleisch und Bohnen. Ah, komm, nehmen wir da mal zwei. Ah, toll, jetzt haben wir wieder Hunger. Grrr. So, gut, gespeichert haben wir. Dann würde ich sagen, ich gebe mal kurz die Quest ab. Und anschließend gehen wir noch in die Deadwind-Höhle. Natürlich, da ist noch ein bisschen Herausforderung. Sonst haben wir ja nichts mehr zu tun hier. Ist ja alles zu einfach. Ja, ist ja wirklich so. Die einzige Herausforderung für uns sind ja noch die Todeskrallen. Achso, okay. Die nehme ich erst unten. La 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 la. So, Lucy Lou. Willkommen zurück. Natürlich. Sprechen wir mit den Kreaturen? Ah ja. Haben Sie gute Neuigkeiten für das Thorn? Auf Wiedersehen. Bis dann. Oh, jetzt fragt euch sie, ja, wie, was? Warum das jetzt? Na, ganz einfach. Wegen unserer... Sprachfertigkeiten 93. Ich will natürlich 100 haben. Ich will die maximale Bezahlung haben. Und deswegen hier jetzt der Partylöwe. Sprache plus 10. Wozu haben wir es denn? Willkommen zurück. Ja. Kreatureneier. Todeskralleneier. Sie sind tatsächlich der größte Jäger, den der Thorn je gesehen hat. Der beste, den ich je gesehen habe. Sie haben verdient, ein Teil dieses heiligen Bodens zu sein. Kommen Sie, wann immer Sie wollen, und ich teile den Reichtum des Thorn mit Ihnen. Ach, kann ich gar nicht mehr. Ach, gibt es sonst noch was, womit ich den Thorn helfen kann? Sie haben wahrlich genug für uns getan. Aber es wäre schön, wenn Sie mich mal wieder besuchen könnten. Ach komm, wir haben noch Zeit. Ziehen wir uns doch an einen privateren Ort zurück. Ihre Tapferkeit ist einzigartig und ich bewundere Ihre Taten. Bevor der Tod uns holt, würde ich Sie gerne kennenlernen. Folge mir, mein Jäger. Ach, schön. Habe ich die Szene schon lange nicht mehr erlebt. Alter, ich mache jetzt etwas, was du schon lange nicht mehr gemacht hast. Sie bewundert jetzt... Joe's Banana. Könnte man sagen.
La 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 la. Ah, IDI, du machst Filmchen, muss ich dann auf YouPorn hochladen. La 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 la. Naja, zumindest ein Audio-Porno. Der kann ja keine Videoübertragungen machen. Redless Cover. Auch die stärksten Kreaturen brauchen Rast und Gesellschaft. Ich habe diesen Moment herbeigesehnt. Mach dich nackig! Ach, ist das schön. La 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 la. Komm, schalt mal aus. Yeah! Und die pennt gleich. Alter, nicht, nein, nicht wieder anziehen. Nimm mich, mein Jäger. Ja, nimm mich, mein Jäger. Ach, ist das schön. Das hätte doch eigentlich für ein paar 300 wäre das ja perfekt gewesen, aber naja, ist ja egal. Ach, wie geil ist das denn? Schlafen, Red loses Bett. Jetzt zeige ich dir meine Banana. Ach, das Schöne. Ach, ich freue mich. Ach, schön. Sie sind jetzt gut ausgeruht. Ja, die ist gut ausgeruht. Ach, ist das schön. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ach, ich finde das toll. Red loses Terminal. Komm, das knacken wir mal. Was gibt's hier? Zeig mal. Da können wir irgendwas machen. Was können wir hier tun? Stars. Nö. So, komm, was gibt's hier? Zentralrechnersteuerung des Zorn. Status des Stromflusses, Status der Kreaturenkäfige. Schauen wir mal. Gesichert. Stromfluss 74%. Was haben wir denn noch hier? Hauptbuch. Greife auf Daten zu. Ja, passiert nicht. Miss Reds Nachrichten. Nachrichten können nicht gelesen werden. Warum nicht? Verflucht. Schade. Gewehrschrank. Schauen wir natürlich auch mal rein. 22er. La la la. 56er. Und Kaliber 12 Patronen. Gib mir das Zeug. Och nö. Ach verdammt. Nein, jetzt muss ich nochmal laden. Ach komm. Jetzt muss ich hier nochmal laden. Auch die stärksten Kreaturen brauchen Rast und Gesellschaft. Ich habe diesen Moment herbeigesehnt. Nimm mich, mein Jäger. Ja gut, dann leben wir die Szene halt noch ein zweites Mal. IDI, du nimmst alles auf. Nimm mich, mein Jäger. Ja, meine Lucy, meine Red Lucy. Ich nehme dich. Alter, die Teile sind aber nicht echt. Na gut, dann eben nochmal. Kawabunga! Ich zeige dir meine Stärke, meine ganze Männlichkeit und meinen Bart. Und ich habe vergessen, Radio auszuschalten. Ist ja egal, so. Ja, die pennt noch ein bisschen. Die haben wir jetzt ja umgelegt. Könnte man ja im Prinzip fast schon sagen. Nee, jetzt beklauen wir die nicht nochmal. Bekommen wir doch mal Ärger. So, ah, ich muss mich mal hinsetzen. Das war jetzt so anstrengend. Die haben wir jetzt so mit unserer Powerfaust nee, das sage ich jetzt nicht. Wo ist die Powerfaust sonst da? So, aber ich mache hier wieder einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier in Red Loses Kammer. Wenn es wieder heißt, Let's Play Fallout New Vegas.